Der heutige Podcast wird präsentiert von Sworn. Sworn ist der einfachste Weg, White-Label-Banking-Funktionen wie Konten, Karten und IBANs in einem Produkt zu integrieren. Kunden wie Friday Finance, Ride Capital und Agicap nutzen Sworns Banking-as-a-Service-Angebot, um sowohl ihre UX zu verbessern und parallel ihren Customer-Lifetime-Value zu erhöhen. Sworn kooperiert bereits mit über 60 Unternehmen in Europa und wickelt jeden Monat Transaktionen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro ab. Mehr dazu auf sworn.io. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Celada Ocampo. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking Fintech Podcasts. Heute begrüßen wir bei uns im Studio im Virtuellen Sören Timm, Co-Founder von Etwas, und er wird uns etwas zu seiner Firma erzählen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Sören. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Moin aus Hamburg. Und sag mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassend, was ihr macht, und dann kannst du das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen besser erklären. Und zwar, ihr unterstützt Banken und Marken, ihre Kundenakquise und Bindung zu optimieren. Und das auf der einen Seite hört sich das erstmal ganz klassisch an, durch individuelle Cashback-Angebote. Aber ihr macht es ein bisschen anders als viele andere. Also ihr seid jetzt kein zweites Payback, sondern ihr habt einen anderen Ansatz. Und da übergebe ich gerne dir das Wort. Du kannst es, glaube ich, besser erklären als Co-Founder. Ja, tatsächlich haben wir eine Plattform für sogenannte Card-Linked Offers entwickelt. Und da helfen wir Vermarktern im weitesten Sinne und Banken, ihre Kunden gezielt mit Angeboten anzusprechen. Und Cashback, das ist dabei eine gerade sehr populäre Lösung. Und wir machen das, indem wir anonymisierte Transaktionsdaten, zum Beispiel von Kartenzahlungen, nehmen auch alle anderen Zahlungsverkehrsdaten, und dann in digitalen Bankvertriebskanälen oder in Apps eigentlich Kunden wirklich hochpersonalisierte Angebote auszuspielen. Und Cashback ist ein großes Thema zurzeit. Also Marken oder Händler, also Shoppinganbieter sozusagen, mit Kunden von Banken zu verknüpfen. Aber im Prinzip kann man auf Basis dieser anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten auch Angebote wie Versicherungen oder Mehrwertservices ausspielen, und das alles in Realtime. Und das ist die Technologie im weitesten Sinne Card-Linked Offers. Ich glaube, das ist der Industriebegriff dafür, der vor ein, zwei Jahren dafür erfunden wurde. Und das ist das, was wir entwickelt haben und womit wir auch im Markt live sind. Also die Plattform für Card-Linked Offers. Genau, also du sagst also, Card-Linked Offers geht sozusagen über Cashback hinaus. Also es beinhaltet Cashback, aber eben ist mehr als nur Cashback. Absolut. Also im Prinzip jedes Angebot, das zu einer Transaktion passt. Wir fokussieren uns auch kommunikativ auf das Thema Cashback, weil Geld sparen zurzeit einfach auch für Bankkunden ein großes Thema ist. Vielleicht mehr als zurzeit Zusatzservices wie einen Loungezugang nach Flugbuchen oder so zu kaufen. Deswegen fokussieren wir uns auf das Thema Cashback. Aber grundsätzlich mit Zugang zu Zahlungsverkehrsdaten kann man auch schon heute über unsere Plattform, über unsere Struktur andere Dinge anbieten. Jetzt würde ich gerne mal mit einem sehr lebhaften Beispiel hoffentlich starten. Und zwar habe ich im Vorfeld ein Vorgespräch mit einer Kollegin von dir geführt. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen über die Customer Journey sozusagen gesprochen. Und ich fand eine Sache ganz cool und bemerkenswert. Und zwar, meine Situation war folgende. Ich werde jetzt hoffentlich, und das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns im Payment Banking Team, ich versuche schon seit über einem halben Jahr irgendwie in den Urlaub zu fliegen oder in ein anderes Land. Das habe ich bisher nicht geschafft. Aber jetzt steht es unmittelbar bevor, hoffentlich. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Reiserücktrittsversicherung mir kaufen wollen. Mhm. Für den Fall eben, dass ich dann doch irgendwie schwerer an Corona erkranke, wobei ja die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird jetzt, aber man will ja geschützt sein sozusagen. So, egal ob auf dem Hin- oder auf dem Rückflug. Dann habe ich bei einer Versicherung, bei der ich bin, das abgeschlossen und habe dann aber kurz danach wirklich zufällig, und das war jetzt nicht irgendwie targeted oder so, bei mir im Online-Banking, zwar am gleichen Tag noch, also nicht mal eine halbe Stunde später, als ich das dann abgeschlossen hatte online, habe ich dann gesehen, oh, es gibt eine Zusatzoption auf meiner Visa-Karte. Wenn ich die buche, habe ich eben die gleiche Leistung zu weniger Geld sozusagen, das ich ausgeben muss, plus nochmal on top gab es dann eine interessante Leistung, Vollkasko-Versicherung für weltweit Mietwagen. Das war jetzt bei der, die ich abgeschlossen hatte, nicht drinnen, und jetzt bin ich da erstmal 12 Monate drin. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, muss ich fairerweise sagen, auch noch die 2 Wochen Kündigungsfrist gehabt, aber das war mir dann irgendwie zu viel Hassel. So, lange Rede, kurzer Sinn, diese Bank hat das jetzt im Backend sozusagen, im Login-Bereich von meinem Online-Banking, hat sie diese Offer
drin gehabt, aber eben nicht personalisiert ausgespielt. Was ihr jetzt machen könntet, und korrigiere mich da jetzt gerne, wenn ich was Falsches sagen sollte, ihr seht sozusagen meinen Bedarf anhand meiner Transaktionen, also wie du auch schon gesagt hast, anonymisiert, also jetzt nicht verknüpft mit meinem Namen oder so, könnt dann aber sozusagen im Bestfall determinieren, aha, der bucht relativ oft bei Booking zum Beispiel, bucht Flüge, was auch immer. Eventuell wäre ja so eine Reiserücktrittsversicherung ja interessant. Ja. Und da die Bank mit euch zusammenarbeitet, ist es für euch relativ einfach, das eben auch für mich auszuspielen. Und dass ich das eben dann nicht zufällig sehe, sondern vielleicht im besten Fall wird mir das dann, du kannst es mir jetzt sagen, wie das bei euch abläuft. Die wird es mir dann angezeigt, besser wahrscheinlich. Ganz genau. Ja, ist ein sehr gutes Beispiel. Also die Banken, die mit uns zusammenarbeiten und die Kunden, die zugestimmt haben, die diese Cardlink Office auch zu nutzen, die erlauben uns sozusagen anonymisiert auf Basis von Zahlungsverkehrsdaten Angebote zu machen. So, und jetzt nehmen wir ein Beispiel. Du hast jetzt für deine Reise entweder direkt beim Carrier gebucht, bei der Lufthansa als Beispiel, oder über eine Plattform booking.com. Wir erkennen sozusagen über unsere Plattform, dass diese Transaktion stattgefunden hat, und zuvor hat ein Anbieter einer Reiseversicherung in unserer Marketingplattform ein Angebot ausgespielt. Hat gesagt, ich möchte Kunden ansprechen, die für mindestens x Euro ja in den letzten 30 Monaten sozusagen oder in Zukunft eine Transaktion abschließen. So, das heißt, das Targeting, also du als Kunde, der für den ein Angebot relevant ist, diese Angebote, also dieses Targeting erfolgt von den Vermarktern, also in diesem Fall einer Reiseversicherer. Das macht nicht die Bank, das macht auch nicht etwas, sondern das machen die Anbieter von Produkten. So, dieses Angebot wird eingestellt und anhand von anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten wird gesehen, hier hat gerade eine Transaktion stattgefunden. Es ist Booking.com zum Beispiel, der Wert ist mindestens 500 Euro. Dieser Kunde soll, nachdem diese Transaktion stattgefunden haben, in seiner Banking-App ein Angebot angezeigt bekommen für eine Reiseversicherung. So, dieses Angebot wird dann in der App angezeigt, unmittelbar nach der Transaktion. Und man kann dann entscheiden, wie lange, über welchen Zeitraum die angezeigt wird. Und dann kann man sozusagen auf dieses Angebot klicken und man kann sagen, hey, wenn ich jetzt diese Versicherung hier abschließe, dann kann man im Rahmen zum Beispiel halt noch mal der Möglichkeiten am Markt noch mal einen Rabatt auf die Versicherung ausspielen. Das heißt, Flugbuchung, Angebot für eine Reiseversicherung. Wir können auch erkennen, ob zum Beispiel bei der Flugbuchung schon eine Reiseversicherung mitgebucht wurde. Ist in der Regel ja ein anderer Anbieter. Das wird selten in einer Transaktion abgewickelt und dann wird das Angebot nicht ausgespielt. Also wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Und dann wird diese Versicherung in App sozusagen angeboten und halt auch gekauft. Also das erkennen wir anhand von Zahlungsverkehrsdaten. Ganz genau. Du meintest ja, also das ist auch völlig nachvollziehbar, also die Bank selber macht es jetzt nicht, sondern eben der jeweilige, in dem Fall, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Werbekunde sozusagen, der bei euch dann sagt, okay, ich möchte gerne diese Reiserücktrittsschutzversicherung verkaufen. Aber es wäre natürlich möglich, wenn jetzt die Bank sozusagen über ihr internes Kartenangebot sagt, das möchten wir pushen, das kann die dann natürlich dann sozusagen auch bei euch buchen sozusagen, dieses Absolut, in der Regel, ganz genau, in der Regel ist es ja, dass gerade große traditionelle Banken ihren Versicherungspartner haben und dann werden natürlich nur diese Angebote der Versicherung im Sinne einer neuen Bankinsurance sozusagen angeboten. Bei kleineren oder bei Neobanken oder Fintechs, dann sind das häufig freie Anbieter, sage ich jetzt mal, und viele Lifestyle-Produkte, die dort angeboten werden. Aber große Banken haben in der Regel dann ihre traditionellen Partner, die dann diese Technologie nutzen können, um sozusagen Kunden gezielt anzusprechen. Denn wenn Kunden niemals reisen, dann braucht man keine Reiseversicherung anzubieten. Aber wenn Kunden sozusagen viel im Bereich zum Beispiel Do-it-yourself einkaufen und jeden Freitag ihr Auto betanken, dann weiß man, das sind Kunden rund das Thema Haus und Garten. Und da sind vielleicht Angebote rund um Garantieverlängerung von Gartengeräten oder vielleicht auch rund um das Haus oder so relevanter. Und das kann man halt aufgrund von diesen anonymisierten Transaktionsdaten gut ausspielen und dann das Targeting betreiben. Aber wie gesagt, die Regeln, wer ein Angebot sehen soll, die werden von den Vermarktern in unserer Plattform eingestellt. Wie bei großen Vermarktungsplattformen im Online-Bereich gibt es hier ganz viele verschiedene Targeting-Möglichkeiten, die wir anbieten. Und wie gesagt, und dann wird sozusagen das Angebot gematcht mit Zahlungsverhalten. Das ist ja das tolle Rückwirkende. Die Zahlungshistorie sozusagen wird verwendet, um dann ein Angebot auszuspielen. Genauso funktioniert das. Hört sich sehr einfach an. Waren natürlich viele tausende Entwickler-Manntage, um das so intuitiv und funktionsfähig und datenschutzkonform natürlich auch zu entwickeln. Aber damit sind wir live und das funktioniert sehr gut, ja. Benutzt ihr in eurer Kommunikation das Zauberwort KI? Weil das würde mir jetzt, also wird ja gerne damit um sich geworfen in den letzten Monaten. Hat das was mit KI zu tun bei euch oder ist das im ersten einfach Schritt, regelbasiert? Ja, gute Frage. Im ersten Schritt nicht, in der Zukunft sicherlich. Denn im Moment ist es so, also KI wird für diese Technologie erst dann wichtig, wenn es zu viele Angebote für den einzelnen Bankkunden gibt. Also man muss natürlich das Angebot in der Banking-App überschaubar halten. Das bringt halt nichts, wenn der Kunde durch, so wie es häufig in
Lösungen, die es schon gibt, durch hunderte von Angeboten browsen muss, um dann zu gucken, was für ihn relevant ist. Wir reduzieren aufgrund des Targetings und des Ausgabeverhaltens die Angebote schon auf eine geringe Anzahl, sodass der Kunde auch wirklich nur sieht, was für ihn relevant ist. Und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt so ist, dass er 10 relevante Angebote hat aufgrund seines Ausgabeverhaltens, dann müsste man natürlich aufgrund von Algorithmen erkennen, welches von diesen 10 die 5 besten sind und die dann ausspielen. Das ist der nächste Schritt. An dieser Lösung arbeiten wir auch schon, aber auch nur, um das Nutzerverhalten noch besser zu machen, sodass er wirklich nur sieht, was am Ende auch für ihn wirklich gut funktionieren würde. Da haben wir die Arbeiten begonnen, aber zurzeit brauchen wir das noch nicht, sondern einfach nur clevere Marketingregeln, Kunden anzusprechen aufgrund ihrer Bedürfnisse, gemessen am Kaufverhalten. Lass uns doch nochmal einen Schritt zurück machen und jetzt nochmal auf euren Unternehmensursprung zurückkommen. Was ich mal fragen möchte und was mich sehr interessiert, also ist das euer ursprüngliches Geschäftsmodell und seit wann gibt es euch? Die Idee oder das, was wir jetzt gerade besprochen haben, war schon die Gründungsidee, aber das war schon klar, dass das in mehreren Meilensteinen erreicht werden muss und die Gründungsidee eigentlich, mein Background ist so im Bereich Banking und Versicherung und in meiner letzten Rolle Geschäftsführer in einem Mehrwertdienstleistungsunternehmen, heute würde man sagen Anbieter für Beyond Banking Produkte, ich denke, das ist der neue Begriff dafür, haben wir immer wieder festgestellt, dass wir einer von vielen Anbietern von Produkten oder Dienstleistungen waren, die dann in Premium-Kreditkarten oder in Konten integriert wurden und diese Projekte haben bis zu 2 Jahre gedauert, bis wir mal in der Karte integriert waren, weil wir nicht der einzige Anbieter waren, sondern gab noch andere Dienstleister, die auch integriert werden sollten. Und darauf waren Banken und sind sie vielleicht heute auch noch nicht ausgerichtet, Beyond Banking Produkte nahtlos in ihre Welt zu integrieren. So, die Projekte haben ewig gedauert und die Customer Journey war trotzdem noch nicht optimal oder eigentlich auch schlecht. Man hat eine Premium-Kreditkarte, für 5 Leistungen wird man dann irgendwie auf 5 Webseiten geschickt von Anbietern, muss 5-mal ein neues Passwort vergeben, um das dann irgendwie zu nutzen. Und am Ende hat es auch keiner genutzt. So haben wir gesagt, das muss man irgendwie ändern. Der erste Schritt, der erste Meilenstein war nach Gründung Ende 2019. Also im Dezember haben wir gesagt, erstmal müssen wir einen Marktplatz aufbauen oder App Store oder eine Plattform, wo alle Anbieter von diesen Beyond Banking Lösungen, von diesen Mehrwertdienstleistungen sich selber hinein integrieren können, voll funktionsfähig über unsere API-Schnittstellen mit entsprechender Dokumentation von uns. Das war der erste Schritt, um erstmal einen Marktplatz aufzubauen. Und das haben wir dann auch 1,5 Jahre später geschafft, sind damit dann auch live gegangen. Das heißt, eine Bank konnte sozusagen plötzlich mit nur einer Schnittstelle zu unserem Marktplatz den Zugang zu allen Anbietern am Markt erreichen. Ja, und die Sparkasse Bremen war der erste Partner, die das genutzt haben, mit dem wir mitten in der Corona-Krise im Sommer 2020 live gegangen sind und haben uns dort sozusagen mit unserer Plattform ins Desktop-Banking der aller Sparkassen eigentlich, aber in diesem Fall vom Use Case für die Sparkasse Bremen hinein integriert. Und das heißt, die Sparkasse Bremen hat heute die Möglichkeit, über unser Dashboard verschiedene Angebote zu machen. Die eine Integration von uns ins Online-Banking reicht, um laufende neue Partner sozusagen einzuladen und den Marktplatz, um die dann auszuspielen. Und alles funktioniert sozusagen in-App. Der Kunde wird nirgendwo mal hingeschickt, hat im Prinzip nur noch ein Login mit unserer Plattform, alles im Branding der Sparkasse. Das war der erste Schritt. Und dann dachten wir immer, okay, das ist ein guter erster Schritt, weil das ermöglicht wirklich den schnellen Zugang zu Beyond Banking Produkten ohne große IT-Aufwände seitens einer Bank. Das war plötzlich, ging sehr schnell und es war auch sehr günstig. Man hatte also nicht mehr den Kampf um das IT-Budget oder die Roadmap, weil das furchtbar einfach ist mit unserer Lösung. Und dann wussten wir, okay, irgendwann gibt es dann hunderte von Angeboten von Zusatzleistungen in unserem Marktplatz und vielleicht wissen Banken dann immer noch nicht ganz genau, was sie ihren Kunden eigentlich anbieten sollen, weil der einzelne Kunde nicht bekannt war oder vielleicht auch Banken gar nicht die Erlaubnis hatten, dann zu wissen, wofür der Kunde sein Geld ausgibt. Aber haben wir gesagt, wir müssen einen Weg finden, dann dieses automatische Ausspielen von Angeboten aus dem Marktplatz zu ermöglichen. Und wenn Netflix Videos hat und Spotify Musik, dann haben Banken halt Zahlungsverkehrsdaten von ihren Kunden. Wir mussten halt einen smarten Weg finden, die zu nutzen für das Angebot, ohne dass wir diese Daten sehen. Und das hat dann nochmal 1,5 Jahre Entwicklung gedauert. Und heute haben wir eine Technologie entwickelt, wo ohne dass etwas jemals Zahlungsverkehrsdaten sieht oder auch Kundendaten sieht, diese Zahlungsverkehrsdaten zu matchen mit Angeboten aus der Plattform, um diese dann automatisch in Banking-Apps auszuspielen. Das war so der zweite Meilenstein, den wir von vornherein erwartet hatten. Wir nannten das damals den Etwas-Automat. Ja, heute ist das die Card-Linked-Offers-Plattform und das war der zweite Schritt. Und das haben wir ja in der Zeit erreicht und mit beiden Lösungen sind wir live, auch mit dem eigentlichen Marktplatzmodell ohne Verknüpfung zu Transaktionsdaten, aber auch mit dem zweiten Meilenstein dieser klassischen Card-Linked-Offers-Lösung und sind wir auch stolz drauf, auf das Erreichte. Ja, also erstmal da Glückwunsch. Jetzt ist ganz oft sind die zwei Wörter Plattform und Marktplatz gefallen und da würde ich jetzt mal einfach
aus definitorischer Sicht sozusagen mal nachfragen. Also Marktplatz, also ich verstehe total, was gemeint ist, ne? Also ihr baut eine Plattform auf, in der ihr natürlich dann auch sozusagen für euch selber eine gewisse Marktmacht aufbaut und da einfach dieses Bindeglied seid, das dann so am Dreh- und Angelpunkt, ne, in diesem Dreieck sozusagen Kunde, Bank und eben ihr sozusagen stattfindet, beziehungsweise Kunde, Bank und Händler, und dann ihr seid sozusagen da irgendwo in der Mitte angesiedelt. Marktplatz bedeutet ja oft auch Geldverwahrungslizenz, aber ihr seid da eher Richtung Affiliate, denke ich mal, ne? Also ihr habt jetzt nicht irgendwie eine BaFin-Lizenz geholt, um dann sozusagen, das wäre ja viel zu kompliziert. Also es ist wahrscheinlich Affiliate, was ihr da veranstaltet. Genau, wir haben einen Payment-Dienstleister, unser Marktplatz, ganz genau. Marktplätze hier dürfen das Geld nicht selber ein- und auszahlen ohne Lizenz, und deswegen haben wir hier einen Payment-Dienstleister, der aber auch tief integriert in unsere Plattform sozusagen alle Zahlungsströme verwaltet. Ich gebe ein Beispiel: Wenn sich heute ein Händler, der ein Cashback-Angebot in Banking-Apps anbieten will, bei uns registriert, dann meldet er sich an, durchläuft einen Know-Your-Customer-Prozess, sozusagen hinterlegt nach diesem Know-Your-Customer-Prozess seine Zahlart, seine Kreditkarte oder vereinbarten Direct Debit mit unserem Payment-Dienstleister, der integriert ist. Auf der anderen Seite nutzt der Kunde der Bank dann diese Karte, um dieses Angebot zu nutzen, geht dort einkaufen, und in dem Moment ermittelt unsere Plattform alles vollautomatisch und alles in Realtime sozusagen den verdienten Cashback, der dann über die Connected Accounts sozusagen unseres Payment-Dienstleisters vom Konto des Händlers abgebucht, über diese Konten dann an das Connected Account unserer Bankpartner überwiesen wird, die dann die Cashback-Zahlung weiter an ihre Endkunden überweisen sozusagen. Und das ist auch der einzige, ja, erlaubte Weg und der richtige Weg. Dann auch auf diese Art und Weise sehen wir nie, welcher Kunde welches Geld erhält. Denn das ist das Ziel, dass wir Banken eine Lösung bieten, wo keine Kundendaten im Prinzip das Unternehmen verlassen. Und genauso funktioniert das. Also wenn du das mit Affiliate beschreibst, also wir selber nehmen keine Gelder ein oder zahlen sie an den Kunden direkt aus. Okay. Was sind denn eure stärksten Bereiche? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben? Also welche Kunden, die bei euch solche Slots buchen, um dann eben hoffentlich an die passgenauen Endkunden ausgespielt zu werden, rennen euch denn im besten Fall die Bude ein? Ja, ich fange mal an. Wir haben ja den Marktplatz mit den beiden Seiten. Das ist auf der einen Seite das Bankpartner oder Finanzdienstleistungspartner, auf der anderen Seite sind das die Vermarkter sozusagen. Und wir konzentrieren uns auf der Finanzdienstleistungsseite, also wirklich auf Banken oder auch auf Fintech, die natürlich unterschiedliche Herausforderungen haben. Traditionelle Banken in der Regel wollen ihre Kunden binden mit Angeboten, um das Banking wieder so ein bisschen sexy zu machen. Also wir wollen helfen, dass sie sich in ihre Bank verlieben. Ja, das heißt, da geht es um Kundenbindung, gerade auch bei jüngeren Kunden, die halt auch gerne Geld sparen, weil sie noch nicht so viel haben. Ja, und das sind ja im Prinzip die dann vielleicht auch an Neobanken verloren werden. Wenn wir uns mal Fintechs angucken, die schaffen es ja, insbesondere neue Kunden zu gewinnen. Was dann häufig der nächste Schritt ist, wo es nicht so gut gelingt, ist, die Kunden zu aktivieren. Das heißt, solange der Kunde kein Geld mit seiner Karte ausgibt, kostet das ja nur. Und wir wollen halt helfen, diese Karte zu aktivieren. Und das funktioniert mit Cashback-Angeboten ganz gut. Dann zu sagen, hey, wenn du diese Karte einsetzt statt eine andere, deine Barzahlung, dann kannst du hier Rabatte in Form von Cashback verdienen. Wir belohnen dich für deine Einkäufe. Und das hilft also gerade bei Fintechs, die Kunden zu aktivieren und den Share of Wallet zu erhöhen. Und das ist im Prinzip der Use Case, den wir hier einsetzen, der Kundenaktivierung und den Share of Wallet erhöhen bei traditionellen Banken. Mehr so die Loyalty-Seite, ja. So, und auf der anderen Seite vom Marktplatz geht es dann darum, sozusagen Händler zu gewinnen, um dann bestimmte Kunden anzusprechen. So, und da gibt es unterschiedliche Motivationen. Also wir arbeiten halt auch viel mit Startups zusammen, also Food-Startups zum Beispiel, ja, die dann einfach mal einen innovativen Kanal ausprobieren möchten. Insbesondere halt, weil sie, wenn sie diesen Kanal nutzen, erst eine Gebühr zahlen, wenn sie eine erfolgreiche Transaktion haben. Das ist halt nicht pro Klick oder Impression wie bei den großen anderen Plattformen, sondern hier kann man praktisch einen neuen Markt erschließen mit diesem Marketingkanal. Dann gibt es eher traditionelle große Marken. Nehmen wir mal Felix als einer unserer Mobility-Partner hier. Die haben halt die Möglichkeit, Targeting zu betreiben aufgrund von Kundenverhalten. Das heißt, sie können schon sagen, Mensch, da gibt es Kunden, die sind schon im Bereich Mobility, geben sie schon Geld aus in dieser Kategorie. Ja, aber die haben bei uns noch nie irgendwie vielleicht eine Transaktion. Die möchten wir für uns gewinnen. Also Customer Acquisition sozusagen. Ja, und das kann man mit diesem Targeting ganz gut, und das kann man mit diesen etwas ursprünglicheren Cashback-Modellen, die meistens online mit Affiliate-Netzwerken funktionieren, nicht so gut betreiben, dieses Targeting. Und das funktioniert gut. Wir haben zurzeit einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt, viele unserer Merchants sozusagen, die Cashback-Angebote einstellen, sind rund um das Thema Nachhaltigkeit, weil das ein Riesenthema ist. Und auch unsere Bankpartner danach fragen, so ein bisschen dieses
Kaufverhalten zu belohnen, dieses gute Kaufverhalten bei Nachhaltigkeitsmarken oder vielleicht auch neuer Partner von uns, der Secondhand-Mode über eine Plattform anbietet oder E-Mobility-Anbieter. Das sehen wir zurzeit als großes Thema und auch als wichtiges Thema und entsprechend laden wir hier auch gerade laufend neue Partner ein, ihre Angebote gerade rund ums Thema Nachhaltigkeit hier in unsere Plattform einzustellen. Also ich hoffe, dass es die Frage beantwortet und ja. Das heißt also, dass ihr auch jetzt aktiv sozusagen an Banken, mit denen ihr kooperiert oder die ihr versucht zu akquirieren, mit eben diesem Pitch an die herantretet, wenn ihr sozusagen diese Cardlinked-Offers verknüpft mit beispielsweise einer Nachhaltigkeitskampagne, dann kann das eben eurem Image auf der einen Seite gut tun, aber auf der anderen Seite eben natürlich dann auch dem Umsatz. Ganz genau. Es ist natürlich, also das würde vielleicht auch nicht für jeden funktionieren, nur Nachhaltigkeitsbrands, sage ich jetzt mal, freizuschalten für das eigene Cardlinked Offers Programm. Es gibt natürlich auch so ein paar große Marken, die man idealerweise dabei hat, wo jeder Geld ausgibt, jetzt ob es im Lebensmitteleinzelhandel ist oder vielleicht auch Buchungsplattformen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Also gibt es natürlich so ein paar große Marken, die man vielleicht immer dabei haben sollte. Aber für bestimmte Use Cases macht das total Sinn. Also jetzt ein neuer Partner von uns, der auch nur, sag ich mal, dieses Einkaufsverhalten belohnen möchte und dann noch einen CO2-Abdruck, Fußabdruck zu messen, ja, und dann irgendwie Cashback vielleicht auch in Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren. Also es kommt so ein bisschen auf unseren Partner, Finanzdienstleistungspartner an, welchen Use Case, welche Zielgruppe anspricht, ja. Und das können wir halt steuern. Also wir machen das in der Regel so, dass wir schon mal gucken, Mensch, wo geben eure Kunden heute schon Geld aus, ne? Also was ist das ja eigentlich für eine Zielgruppe, die ihr hier bedient? Und dann gucken wir gezielt, ob wir auch Händler finden oder Vermarkter finden, die dazu passen. Und so gehen wir in der Regel vor. Und das funktioniert auch sehr gut. Hola muchachas y muchachos. Mein Name ist Pablo Escobar. Am 16. und 17. März feiert Payment & Banking die große Fiesta Mexicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno y interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere dir jetzt ein Ticket auf www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner. Erklär doch bitte nochmal, wie man sich jetzt sozusagen die User Experience vorstellen muss. Also ich bin jetzt Kunde einer Bank, die mit euch zusammenarbeitet. Ich logge mich jetzt in mein Online-Banking ein. Wie stark merke ich überhaupt irgendwas davon, also dass etwas da beteiligt ist? Also ihr werdet ja nicht mit eurem Namen auftreten dort, aber gibt es dann Schaltflächen, die vorher nicht da waren? Wird mir das über mein Postfach ausgespielt? Also wie funktionieren diese Offers? Ja, also etwas erstmal zu der Frage, etwas taucht für den Kunden sichtbar nicht auf. Also wir werden dann genannt, wenn unser Bankpartner wünscht, dass wir in den AGB als Betreiber dieser Cardlinked-Offer-Lösung erwähnt werden. Das ist nicht unbedingt nötig, aber in den meisten Fällen ist es so. Das ist vielleicht der einzige Moment, wo dann halt auch der Bankkunde was von etwas liest. Denn klar, juristisch so, das ist ein AGB zu diesem Modell, die müssen akzeptiert werden, die Datenschutzbestimmungen. Und da wir ja hier, wenn auch anonymisiert, Transaktionsdaten nutzen, muss der Kunde dem zustimmen. So, und das ist so der erste Schritt. Aber etwas taucht dann eigentlich nicht auf. Die User Experience ist dann so, wenn Kunden in diesem Programm mitmachen. Das Frontend, also die App, wird ja im Prinzip von unseren Bankpartnern verantwortet. Ja, und dann haben wir verschiedene Lösungen, das kann man jetzt nicht so gut zeigen hier im Podcast. Da gibt es dann halt einen Bereich, entweder Cashback oder einen Bereich Rewards, wenn das und da gibt es so ein Karussell, ne, wo dann diese Angebote angezeigt werden, wo man dann durchflippen kann, aber nur mit den Angeboten, die für mich relevant sind. Ja, also jeder Kunde sieht ein anderes Angebot sozusagen aufgrund des Ausgabeverhaltens und man kann dann praktisch diesen Bereich Benefits, Rewards, Cashback oder Vorteile, wie die genannt werden, öffnen, anklicken, durchbrowsen und alles, was man dann tun muss von der User Journey her, um zum Beispiel ein Cashback zu verdienen, ist die Karte unseres Bankpartners zu nehmen und dann dort online oder am Point of Sale einzukaufen oder die Karte für ein Lastschriftverfahren zu nutzen oder selbst wenn die Karte dann bei PayPal hinterlegt sein sollte und darüber abgebucht wird, das erkennen wir halt alles und dann kriegt der Kunde sozusagen diesen Cashback aufs Konto gutgeschrieben und das funktioniert in Realtime. Das heißt, ich gehe mit meiner Karte bei dem Händler einkaufen, online, ja, oder am Point of Sale, kriege dann in der Regel meine Transaktionsbestätigung und ich kriege sofort danach auch den Hinweis, hey, du hast jetzt hier gerade eingekauft und hier hast du gerade 1,50 Euro gespart, wird jetzt auf dein Konto gutgeschrieben oder du hast gerade x Punkte verdient. Ja, das kann man halt auch machen mit unserer Technologie und die werden jetzt demnächst in ein Projekt der Nachhaltigkeit investiert. Und das war es im Prinzip schon. Also super intuitiv, man muss nichts weiter machen als gucken, welche Angebote da sind,
einige Angebote müssen vielleicht mit dem Klick aktiviert werden. Ganz große Marken wünschen sich das, um das besser messen zu können, dass die Transaktion daher kam. Und dann einfach einkaufen gehen mit dieser Karte idealerweise oder diese Transaktion erledigen und schon hat man Geld gespart. Ein bisschen anders ist das natürlich, wenn es ein Produkt ist, das der Kunde aufgrund seines Ausgabeverhaltens dann nutzen möchte oder auch kaufen möchte. Dann gibt es natürlich viele verschiedene noch User Journeys, die dann folgen, um diesen Kauf sozusagen in App abzuschließen. Aber das war mal so eine ganz einfache, intuitive Lösung für ein Cashback. Und so muss es auch sein. Also Marktforschung zeigt, es muss so intuitiv sein, super einfach zu verstehen, darf keine Hürden geben. Und Banken bieten ja heute schon Cashback an, das wissen wir ja. Aber in der Regel funktioniert das so, ich muss im Prinzip in meine Banking-App geben, um dann irgendwie meinen Lieblingsstore mit so einem ABCD-Register auszusuchen. Ja, um dann irgendwie meinen Turnschuh dort zu kaufen, muss ich auf den Link klicken und gehe auf den Webshop. So, also die User Journey mit vielen Klicks und insbesondere ist es nicht mehr so ganz modern, würde ich sagen, und hilft halt der Bankmarke auch nicht, weil ich werde weggeschickt, der Traffic geht im Prinzip auf eine andere Website und wir helfen halt so, in der Banken-App zu bleiben. So machen wir das. Ist so ein bisschen dieses Klarna-Modell im weitesten Sinne, ne? Also du hast so eine Art zentralisierte, ja, in dem Fall ist es ja keine App, es ist halt das Online-Banking. Das heißt also, es ist natürlich dann auch vom Look and Feel abhängig von der User Experience, die halt die spezifische Bank sozusagen gebaut hat. Da wahrscheinlich Vorteil Klarna sozusagen in dem Teilbereich. Also man kann es eh nicht so richtig vergleichen, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Aber das ist schon der Gedanke dahinter sozusagen. Also da so eine Plattform aufzubauen, die eben für den Kunden sozusagen dann, und der ist ja dann ultimativ dann auch der Driver von der ganzen Geschichte, auch wenn es natürlich dann Bank, Händler und Kunde davon im Idealfall profitieren. Aber es steht und fällt ja mit dem Endkunden, dass der einfach eine möglichst einfach zugängliche Plattform hat, in der er eben diese Angebote ohne große Sprünge oder Friktion im Erlebnis ja einfach wahrnehmen und ansehen und dann auch kaufen kann, in Anspruch nehmen kann. Also das ist ja sozusagen so auch der große USP im Vergleich zu, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich weiß wenig über Payback. Ich benutze es einfach nicht. Ich werde zwar immer gefragt, ob ich Payback-Punkte sammle, aber ich mache es nicht. Aber das ist dann schon der große Unterschied, oder? Ja, also bezahlen und shoppen hängt sowieso schon sehr eng zusammen, nur sind sie bisher getrennt voneinander im Grunde genommen. Und ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit für Banken und auch für Händler einfach noch ein bisschen näher zu rücken, um Handelsangebote in Banking-Apps anzuzeigen. Und der Vorteil ist einfach, dass ich als Bankkunde sozusagen dann innerhalb einer App, und das ist dann die Banken-App, auch länger verweile und Angebote sehe, die für mich relevant sind und von hier aus sozusagen mein Shopping-Erlebnis starte, statt das komplett getrennt voneinander zu machen. Und das, glaube ich, ist also wir glauben und das sehen wir halt auch, dass es eine sinnvolle Verknüpfung ist, weil ich als Kunde aufgrund eben dieser Purchase History, so nennen wir das, wirklich Angebote bekommen, die halt auch Sinn machen. Und danach bleibt das eben, ist das Gleiche. Ich muss immer mal an der Karte zahlen, ja, oder ich kann das jetzt ganz einfach sozusagen auch diesen Cashback in Anspruch nehmen. Ja, nur das ist der Plattformgedanke. Plattform ist natürlich dann die Frage, können sich beide Seiten vom Marktplatz dann irgendwie dann halt auch ergänzen? Klar, wenn ein Händler ein Angebot macht, der dann bei Bankkunden ausgespielt wird, ist natürlich immer auch dann die Idee oder die Möglichkeit, dass darüber genauso gut eine Bank, sag ich mal, ihre Produkte vielleicht auch im Handelsumfeld platzieren kann. Ja, also brauchen wir, ist vielleicht noch ein anderer Use Case für die Zukunft, aber das ist natürlich der Grundsatz der Idee. Ja, also einen Marktplatz aufbauen, Shopping und bezahlen, noch mehr miteinander zu verknüpfen und den Banking-Apps einfach noch ein bisschen mehr Service als einfach nur bezahlen zu ermöglichen. Super-App ist das falsche Wort, aber vielleicht ein bisschen mehr als nur bezahlen, und das ist auch die Erwartung von Kunden, das zeigt die Marktforschung. Ne? Also die erwarten da einfach ein bisschen mehr Unterstützung im Alltag halt auch von ihrer Bank und mehr Hilfe, und das ist ein ganz einfacher und bequemer Weg, das zu tun. Die Super-White-Label-Lösung vielleicht, so kann man es vielleicht nennen. Wie weit, also um da vielleicht gleich auch einzuhaken, wie weit seht ihr euch denn bei etwas auf eurer Journey, sage ich jetzt einfach mal? Also seid ihr nah an eurer Vision, also an der aktuellen, die euch so vorschwebt? Also einerseits von der Experience, die ihr bietet. Lass uns da im nächsten Schritt auch drauf kommen, wo euer Feedback sozusagen herkommt, wie eure Kanäle da funktionieren. Aber dann auch von den KPIs, also Experience und KPIs. Seid ihr da, wo ihr sein wollt, und was ist noch zu tun sozusagen aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir sind jetzt 3 Jahre im Markt und diesen
immer gewünschten Product Market Fit eines Startups zu finden. Den haben wir gefunden. Da sind wir auch sehr dankbar, denn wie gesagt, der erste Meilenstein, Services auszuspielen, ohne zu wissen, ob das für den Kunden, den wir ansprechen, relevant ist oder nicht. Das war so unser erster Schritt, wo wir gesagt, da sind wir noch nicht so ganz. Wir glauben, wir müssen noch besser werden, auch von den Conversions her. Dann haben wir die Verknüpfung mit den Zahlungsverkehrsdaten bekommen und haben schon gesehen, das funktioniert viel besser. Auf der Produktseite ist man nie fertig. Das heißt, wir sind ja ein Startup, sag ich mal so, in der Seed-Phase nach 3 Jahren, die ihr Product Market Fit gefunden haben. Und die Technologie funktioniert, die ist im Markt, die ist geprüft worden. Eine riesige Ausschreibung, die wir gewonnen haben von einer Bank für mehrere europäische Länder. Das war wahrscheinlich die umfassendste Due Diligence, auch technisch, die ich persönlich hier durchlaufen habe. Ich habe davor schon 20 Jahre in dieser Marke gearbeitet und das war für uns einfach auch so ein Beweis, dass das, was wir entwickelt haben, allen Anforderungen auch standhält. Und auf der technischen Seite haben wir ein mega Produkt entwickelt, das aber, wie gesagt, nie fertig ist. Und die nächsten Schritte, die wir erreichen müssen, ist natürlich dann auf beiden Seiten des Marktplatzes das Angebot zu skalieren. Also Businesspartner zu gewinnen, Geschäftspartner, Banken und Fintechs. Das ist die eine Seite, das funktioniert gut, weil zurzeit der Wunsch da ist, halt mehr zu bieten als einfach nur Payment. Und auf der anderen Seite jetzt genug Anbieter oder Vermarkter zu finden. Und das ist sicherlich die fast größere Herausforderung, denn das ist ein neuer Marketingkanal im Grunde genommen in digitalen Bankkanälen oder in Banking-Apps. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen auch Überzeugungsarbeit zu üben, auch wenn das in Amerika, weiß ich nicht, von Hunderten von Millionen Nutzern schon etabliert ist, dieser Kanal, auch in UK, aber Deutschland noch nicht so sehr. Und da sehen wir halt, dass wir schon mal ein zweites oder ein drittes oder auch mal manchmal eine dritte Demo machen müssen, gerade bei großen Märkten, um sie zu aktivieren. Aber das funktioniert trotzdem gut, aber das ist sicherlich etwas, wo wir jetzt halt auch denn immer uns neu erfinden oder mal gucken, wie wir diese Partnerschaften gewinnen können, wir noch einen besseren Zugang zu Vermarktern und zu Händlern gewinnen können. Da ist gerade unser Fokus drauf. Ansonsten, Kunden nutzen das, Kunden aktivieren, funktioniert über diese Cashback-Lösung und insbesondere müssen wir jetzt halt auf beiden Seiten skalieren, aber gerade der Zugang zu Händlern, das ist der Bereich, auf den wir uns gerade stützen. Und grundsätzlich, wie gesagt, unsere Vision ist ja, jeden Kunden jeden Tag zu belohnen. Das heißt, es müssen auch genug Angebote in der App ausgespielt werden. Und das ist etwas, woran wir arbeiten mit unserem Partnerships-Team. Und dann nehmen wir jeden Tag neu dazu. Wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich denke, mit den Bankpartnern, mit denen wir jetzt live im Markt sind mit Card Linked Offers, sind wir vielleicht auch schon in Deutschland führender Anbieter, weil das halt auch noch ein neues Modell ist. Ja, aber wir wollen halt wachsen und gucken nach Partnerschaften in Europa, wie wir halt das über Deutschland hinaus dann halt auch aufbauen können, sodass möglichst viele Bankkunden vielleicht auch von Cashbacks profitieren. Eine lange Antwort, ne? Card Linked Offers. Ja, also kein Problem. Also du hast ja hier alle Zeit der Welt. kein Problem. Dafür ist der Podcast da. Du hast vorhin gesagt, also Card Linked Offers sind in den USA und Großbritannien beispielsweise schon wirklich so ein etablierter Bestandteil im Marketing-Mix, also vor allem von Handelsunternehmen und Marken. Woran liegt es denn? Also wir haben ja jetzt in Deutschland schon auch eine relativ lange Historie, würde ich mal sagen, was jetzt Cashback angeht. Mhm. Aber wie wir jetzt gelernt haben, also Card Linked Offers geht ja darüber hinaus, muss ja nicht nur Cashback sein. Kannst du da einen Einblick geben, woran das liegt, also historisch gesehen? Ist das einfach vom Mindset irgendwie anders? Hat das regulatorische Hintergründe? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, das hat aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht hat das regulatorische Hintergründe, denn in Amerika, also zeitgleich zu Amerika gab es diese Idee rund um das Thema Card Linked Offers auch in Deutschland. Ja, also wenn man heute auch diesen Begriff Card Linked Offers oder Card Linked Cashback mal googelt, da kommen auch White Papers, sage ich mal, von vor 7, 8 Jahren, die man dann lesen kann von deutschen Unternehmen. Aber dann hat tatsächlich die Regulatorik für die damals vorhandene Technologie es in Europa irgendwann nicht mehr erlaubt, diese Daten so zu verarbeiten, wie es mal geplant war. In Amerika hat es die Regulatorik so in dem Sinne nicht gegeben. Das heißt, der Markt konnte sich oder diese Lösung konnte sich anders weiterentwickeln und auch anders skalieren. Und hier kamen dann verschiedene Datenschutzbestimmungen, Grundverordnungen, die halt dieses Modell mit der damaligen Technologie dann gestoppt haben. Das heißt, es gab richtig so einen Stopp zu dieser Geschäftsidee hier in Europa. In Amerika hat sich das weiterentwickelt, Riesenthema geworden. Ich weiß, einer der großen Fans für die Vermarktung, Gary Vaynerchuk, der mit seiner Agentur sozusagen diesen Marketingkanal befeuert hat, halt auch Marken gesagt hat, ihr müsst in diese Bankvertriebskanäle, da ist Brand Safe, ja, und da
gibt es den einzigen Hinweis, ob der Kunde wirklich gekauft hat oder nicht danach. Das geht nur dort. Ja, und dann, wie gesagt, stoppten die Entwicklung hier in Europa aufgrund der ja auch durchaus berechtigten Forderungen nach mehr Datenschutz. Und dann brauchte der Markt eine Zeit vielleicht auch, um sich technisch weiterzuentwickeln, um das Thema neu aufzunehmen, das ja immer noch eine hohe Relevanz hat. Und ich kann bestätigen, dass es nicht einfach ist, diese Technologie so zu entwickeln, dass das Targeting hundertprozentig funktioniert, aber trotzdem nur die, die es dürfen, diese Daten von Kunden sehen. Und das hat auch bei uns natürlich eine Weile gedauert. Aber ich glaube, jetzt ist die Technologie da, dass Daten die Bank nie verlassen müssen und man trotzdem diese Kanäle nutzen kann für Cashback-Angebote. In Deutschland gibt es jetzt vielleicht uns und noch einen weiteren Anbieter, nicht mehr in Europa, noch drei weitere, die diese Card-Linked Offers anbieten mit ähnlicher Technologie. Also jetzt ist die Technik da und wir erwarten halt, dass sich der Markt dann jetzt verzögert entsprechend entwickeln wird. Das ist das, was wir erwarten. Also jetzt ist die Technik da und die passt jetzt zur Datenschutzgrundverordnung auch. Jetzt ist die Technik da auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Also ich denke, es hängt wahrscheinlich auch zu großen Teilen eben mit der PSD2 zusammen und mit dieser Open Banking Richtlinie. Ne? Also das ist wahrscheinlich so regulatorisch so der Türöffner, schätze ich mal, gewesen, oder? Also ich glaube ja für das Mindset, ne? Also einfach zu sagen, okay, Kunden haben vielleicht irgendwie auch einen Anspruch auf Zugang zu ihren Daten und die mit anderen zu teilen. Wir selber nutzen keine PSD2 der Open Banking Schnittstelle. Da haben wir uns dagegen entschieden. Das heißt, wir haben eine technische Lösung, wo wir sozusagen eine Blue Box ja ins Backend der Bank implementieren und einmal implementiert haben wir nie wieder Zugang darauf. Und dort findet die Magie statt, sozusagen Kundenangebote auszuspielen und die dann halt beim Cashback auch zu rewarden mit dem entsprechenden Betrag. Also wir nutzen selber das nicht, weil die Struktur der Daten, die über PSD2-Schnittstellen von Banken zur Verfügung gestellt werden, ist noch nicht so reguliert. Die Qualität ist nicht immer hervorragend, um wirklich dann halt auch mit diesem Text, mit diesen Transaktionsinformationen zu arbeiten und Cashback-Programme zu betreiben. Würde man die anreichern wollen, sind die Gebühren, die man dafür für uns zum Beispiel als Startup zahlen würde, immens. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, das kann für uns kein Weg sein. Wir müssen einen besseren Weg finden, um mit den echten Zahlungsverkehrsdaten von Banken zu arbeiten. Und deswegen haben wir uns anders entwickelt, nutzen gar keine PSD2-Schnittstellen. Da gibt es valide Optionen. Vielleicht ist das was für die Zukunft, wenn die Qualität der Daten besser wird. Aber im Moment, wie gesagt, die Bluebox, die wird einmal implementiert, ganz einfach ins Backend. Und da sehen wir, haben wir nie wieder Zugriff drauf und funktioniert aus meiner Sicht besser, mindestens genauso gut wie eine Open Banking Schnittstelle. Hätte ich jetzt tatsächlich, also bin jetzt ganz froh, dass ich gefragt habe, hätte ich jetzt nämlich eigentlich erwartet, dass das über eine Open Banking Schnittstelle läuft. Mhm. Du hast ja gerade von Konkurrenten geredet. Weißt du, ob die das eben anders regeln technisch als ihr oder haben die dann eine ähnliche Lösung? Hast du da eine Idee davon? Also wir können natürlich nicht ganz hineinschauen. Nimmt man jetzt mal den amerikanischen oder einen der beiden amerikanischen Marktführer für Card-Linked Offers, das Cardlytics. In Amerika liest man nichts über das Thema PSD2 Open Banking, weil es da nicht relevant ist oder noch nicht relevant ist in Berichte oder alles, was man online findet. Spricht Cardlytics hier in UK nur von Open Banking und PSD2. Wir gehen halt davon aus, dass sie das Modell für den europäischen Markt adaptiert haben. Wir wissen von einem anderen Startup oder Fintech aus Frankreich, dass die ähnlichen Weg wie wir gefunden haben. Bei anderen weiß man es nicht mehr ganz genau. Vielleicht gibt es auch noch Lösungen oder wir wissen von anderen Lösungen, wo noch Listen mit Transaktionsdaten am Monatsende ausgetauscht werden, anonymisiert und dann zurückgespielt werden mit Cashback. Also das ist sicherlich nicht real-time und sehr intuitiv. Also das geht auch anders. Aber ganz genau kann man nie reingucken, aber es gibt sicherlich noch mindestens einen in Europa, der das so macht wie wir. Und ich glaube, das ist auch da. Und das ist auch ein guter Weg. Also der ist nicht, wenn man es einmal raus hat, das ist dann doch nicht so kompliziert. Ja. Und wir gehen davon aus, wenn einer da mal am Markt ist und wir sprechen auch drüber, wie wir es machen, dass es dann sicherlich auch weitere gibt, die mit ähnlicher Technologie das dann lösen werden. Herr Escocard, Es ist Zeit für die Werbung für die Payment Exchange. No lo ves, me estoy comiendo un helado ahora mismo. Mikrofon ist an. Hola amigos, Entschuldigung, disculpenme. Ich habe gerade ein wenig Eiscreme gegessen. Okay, Sebastian, gib mir das Papier jetzt. Okay, Fiesta Mexicana es 17 de marzo. Okay, la música, Sebastian. Musik läuft. Muchachas y muchachos, am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Mexicana mit Panels und Themen calientes y interesantes, Künstliche Intelligenz, wie du machst deine Checkout perfekt und vieles mehr. Am 16. und 17. März in Tipia am Kanzleramt in Berlin. Sichere dir dein Ticket unter www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
Du meintest ja jetzt Blue Box, man hat dann oder ihr habt dann nach keinen Zugriff mehr. Also das heißt, für euch ist das Ding dann wirklich geschlossen. In dem Moment, ihr übergebt sozusagen diese Lösung an die Bank, die baut die ein und dann, weiß ich nicht, ist von eurer Seite Update, Maintenance, aber im Datenstrom seid ihr dann sozusagen abgekoppelt. Das heißt, ganz ihr könnt jetzt auch nicht sozusagen, also ihr müsstet dann sozusagen, wenn ihr da eine neue Routine irgendwie einbaut, müsste das per Update sozusagen eingespielt werden und ihr könnt das jetzt nicht irgendwie live einfach mal so selber. Okay, richtig. Das ist wie Software, die sich stets aktualisiert, mögliche Bugs, die wir natürlich in unserem eigenen Parallelsystem dann immer erkennen können oder so, ja, oder Weiterentwicklungen, ja, von um die User Experience noch verbessern. Diese Software aktualisiert sich, aber die ist One-Way. Ne? Die zieht sich sozusagen im Backend der Bank einmal einfach implementiert alle Angebote aus unserer Marketing-Plattform, verbindet sich im Backend der Bank mit den Transaktionsdaten der Bank selber oder des Payment-Dienstleisters, je nachdem, wie die Bank strukturiert ist. Und in dieser Bluebox verknüpfen sich sozusagen Transaktionsdaten und die Angebote und werden von dort aus dann über die API in der Banking-App ausgespielt. Erstmal das Angebot und dann später wird auch gemessen, hat der Kunde dann bei dieser Marke eingekauft mit dieser Karte, dann hat er einen Cashback zum Beispiel verdient, der wird kalkuliert auch von diesem von dieser Bluebox und dann über die verbundenen Konten an die Bank ausgespielt, damit das auf die Konten der Kunden automatisiert überspielt. Aber das findet alles dort statt, die Magie sozusagen, und auf die haben wir keinen Einfluss mehr, wir sehen die Daten nicht und das ist der einzige Weg, wie wir sozusagen datenschutzrechtlich uns ausstellen wollten, um halt auch den Sales-Cycle mit Banken nicht nochmal zu verlängern, denn hätten wir Zugang zu diesen Daten, dann würde wahrscheinlich so ein Sale irgendwie 3 oder 4 Jahre dauern im Zusammenhang mit den Compliance-Themen und so, und haben wir uns anders entschieden. Und das, ja, funktioniert. Und erstaunlich einfach, wenn man einfach mal weiß, wie es funktionieren kann. Lass uns jetzt, wo wir so langsam ans Ende des Podcasts steuern, auch nochmal ein bisschen auf die, auf den Markt sozusagen eben der Händler schauen. Folgefrage sozusagen zu dem, was du vorhin jetzt als letzten Themenkomplex besprochen hast. Du meintest also, USA und UK sind da Festland Europa voraus gewesen, und da würde man jetzt oder würde ich, muss ich mal ganz konkret jetzt an mir festmachen, würde jetzt vermuten, es ist wahrscheinlich einfacher für euch oder für Banken, Unternehmen, international operierende Unternehmen eben aus der Ecke dafür zu begeistern und vielleicht Unternehmen aus Deutschland oder den umliegenden Ländern, die da noch nicht so ein wirkliches Gefühl für diesen Mechanismus haben, dass die vielleicht ein bisschen zögerlicher sind. Ist das eine richtige Vermutung oder kann man das so nicht sagen? Das ist schon richtig, dass wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Reiseplattform für uns gewonnen, die halt auch aus Amerika schon dieses Modell kannte, und dann braucht man den Marketingkanal an sich nicht zu erklären, dass das funktioniert schon besser, und da ist dieser Ansatz genau bekannt und einfach den Anbieter zu gewinnen. Wie gesagt, ich sagte vorhin, Startups, die Food-Startups oder Nachhaltigkeits-Startups sind auch sofort dabei, macht Spaß, lokale Anbieter halt auch. Man braucht aber halt auch ein paar große Marken. Wir erwarten grundsätzlich, dass es einfacher wird, Partner für dieses Thema zu gewinnen, weil sie ja auch der Cookie-Policy und den Ankündigungen von Google halt auch die Third-Party-Cookies nicht mehr zu verwenden, gibt es einfach auch einen Bedarf für neue Marketingkanäle. Denn wenn es nur noch First-Party-Cookies in Zukunft sind, dann wird halt das Tracking von Kunden grundsätzlich im Online-Marketing einfach auch schwieriger. Und wir hoffen einfach auch da nochmal auf den Schub, dass Händler sagen, Mensch, hier mit diesem neuen Marketingkanal habe ich auch nur, sag ich mal, Gebühren, die ich zahlen muss, denn wir müssen ja auch von etwas leben, ja. Wenn eine Transaktion erfolgt ist, ohne vorher für Klicks und Impressions zu zahlen, und unser Modell funktioniert halt ganz ohne Cookies, ja. Es funktioniert mit anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten. Das heißt, es ist ein neuer Marketingkanal, der uns gerade auch so ein bisschen, und das merkt man in den Gesprächen mit Vermarktern halt auch, wo uns gerade die drohende Gefahr von verbotenen Third-Party-Cookies auch hilft. Und deswegen finden wir zurzeit tolle neue Partner, die halt auch Angebote in unsere Marketingplattform einstellen wollen. Und wir gehen davon aus, dass sich das halt auch noch beschleunigt, je nachdem, wie sich das entwickelt und wann halt in den Browsern halt auch diese Third-Party-Cookies nicht gespeichert werden dürfen. Ja, aber wenn der Kanal bekannt ist, hilft uns das auf alle Fälle, um deine Frage dann doch nochmal abzuschließen, diese Partner für uns zu gewinnen. Ja, ich überlege gerade noch ein Beispiel. Jetzt lass mich da versuchen, mal den Transfer zu machen und sag, ob das der Gedankengang richtig ist. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich bin Liverpool-Fan. Mhm. Die
Spiele, dafür habe ich ein Sky-Abo. So, jetzt müsste man mal überlegen, also wenn Liverpool sozusagen Fanartikel an mich verkaufen möchte, die könnten ja über die Cookies dann rausfinden, okay, der ist da eben auf der Seite von Sky gewesen und so weiter und so fort. Dem spielen wir jetzt mal irgendwas aus. Wenn das in Zukunft nicht mehr geht, könnte das Ganze sozusagen im Bank, Online-Banking-Backend, weil ihr seht zum Beispiel, aha, der hat also an Sky seit, keine Ahnung, 2-3 Jahren, ich weiß es selber nicht mehr, beständig seine Abo-Gebühren überwiesen. Mhm. Wahrscheinlich ist der Sportfan. Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gering, dass es irgendwas mit der Premier League zu tun hat oder vielleicht mit der Formel 1. Dem spielen wir was in die Richtung aus. Das heißt also, ihr würdet jetzt zum Beispiel auch schauen, dass ihr sozusagen vielleicht mal mit, keine Ahnung, Liverpool zum Beispiel als Akquisekunden mal an die antretet und sagt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie bei uns Anzeigen zu schalten? Und dann würde halt ein Deal zustande kommen. Oder die kommen auf euch zu, weil sie halt merken, okay, das ist halt irgendwie ein lukratives Feld, das man sich vielleicht mal genauer anschauen sollte. Ganz genau, vollkommen richtig. Vielleicht wirst du über deine Karten oder wie auch immer vielleicht schon mal im Shop was gekauft haben oder so, und dann kriegst du ein Flugangebot, wenn man gerade nach Liverpool zu der Zeit gerade halt ein Spiel ist und kriegst einen rechtzeitigen Hinweis darauf. Aber genau richtig, also grundsätzlich kaufen alle Kunden ja bei allen Marken ein, und man kann natürlich dann irgendwann sagen, Mensch, gerade eure Kunden hier gibt es einen neuen Player im Markt, der disruptiert gerade eure Industrie oder so, wie sieht's aus, wollt ihr nicht mal mit Gegenangeboten arbeiten? Also es wird nachher tatsächlich halt auch ein sehr informativer Kanal für Händler, weil man halt dann sieht, wo der Kunde wirklich bezahlt und Geld für aufgibt. Man sieht halt Trends im Markt sehr schnell, ne? Ob da ein Disruptor kommt oder wie gesagt, wo der Kunde sonst noch einkauft, ja, um dann den Kunden halt auch vielleicht zu binden. Es geht ja nicht nur um Neukundenbindung für Händler, sondern auch zu sagen, er soll weiterhin dort einkaufen. Also Leute, ne, tut was dafür, dann spielt dieses oder jenes Cashback-Angebot vielleicht mal auf, um den Kunden halt dauerhaft an euch auch zu binden. Aber du hast vollkommen recht, man kann kleine Ökosysteme rund ums Zahlungsverhalten aufbauen. Immer mit Zustimmung des Kunden natürlich, aber immer mit anonymisierten Zahlungsverkehrsdaten. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist vielleicht der einzige Kanal, wo man wirklich weiß, hat der Kunde dann auch gekauft. Alles andere in der Regel Vermutungen, ja, ob da auf einem Webshop war und das abgeschlossen habe. Aber da funktioniert das. Und da kann man es auch messen. Ja. Lass uns zum Abschluss noch eine Sache thematisieren. Und zwar habt ihr eine Studie durchgeführt. Die ist auch noch relativ frisch, Oktober 2022. Da ist rausgekommen, dass jeder dritte Interesse an Cardlinked Offers hat. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also was war so der Inhalt der Studie? Vielleicht noch als Zusatzinfo für die Hörer. Also es hat ergeben, dass die Altersgruppe gerade zwischen 30 und 50 besonders offen für sowas ist. Und innerhalb dieser Gruppe, also die 30- bis 39-Jährigen, bei denen scheint das der heiße Scheiß zu sein. Also die scheinen da am ehesten irgendwie mit dieser Art von Angebot etwas anfangen zu können. Ja, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr Insights geben, was ihr da rausgefunden habt? Ja, wir machen viel Marktforschung, um auch um uns selbst immer wieder zu überprüfen, oder welche Richtung wir uns bei der Produktentwicklung weiterentwickeln. Und natürlich war die These immer zu sagen, Kunden geben mehr Geld mit der Karte aus, wenn da ein Reward-Programm oder ein Cashback-Programm verknüpft ist. Und das haben wir halt auch erlebt, dass das so ist. Wir haben immer gedacht, nur die ganz Jungen, die noch keine Kohle haben, sage ich jetzt mal so, die wollen mit Cashback Geld verdienen. Dem ist eigentlich gar nicht so. Also die sind auch daran interessiert, die sind aber auch viel mehr noch an der Nachhaltigkeitsmarke interessiert. Aber gerade die vielleicht auch größere Anschaffungen machen, die größere Transaktionen haben, sagen, Mensch, ich bin jetzt hier smart und ich würde ganz gerne bei meinen Einkäufen ein bisschen Geld sparen über ein Cashback, und die nehmen sich auch die Zeit, halt hier auch den besten Deal zu finden sozusagen. Und für die ist es insbesondere, war für mich ein bisschen überraschend interessant, hier beim Einkaufen Geld zu sparen. Ja, und ich hätte es in anderen Gruppen viel mehr erwartet, aber jeder im Prinzip, mehr als ein Drittel würden ihre Karte häufiger nutzen, wenn eine Reward-Plattform daran geknüpft ist. Und von den Zielgruppen her, ja, die vielleicht auch größere Käufe erledigen, gucken halt mal drauf, wo es den besten Deal gibt. Und das konnten wir, sag ich mal, in der Marktforschung beweisen, und das sehen wir eigentlich auch jetzt oder das bestätigen unsere Bankpartner, sagen wir es mal so, auch mit den Programmen, die wir live am Markt haben. Aber wie gesagt, das müssen wir weiterhin beobachten. Die Marktforschung, da befragen wir immer 2.500 Kunden, ist auf alle Fälle aussagekräftig. Das machen wir jetzt über mehrere Monate und begleiten einfach mal die Entwicklung halt auch. Und ja, ich hätte immer darauf gewettet, es sind die ganz Jungen, die sagen, okay, ich muss Geld sparen. Und es sind aber eigentlich ja so, die Smart Shopper sind in einer anderen Alterskategorie. Fast hätte ich gesagt, in meiner, aber ich bin älter als die.
Ja, also ich meine, Card-Linked Offers, haben wir ja gelernt, ist ja nicht nur Cashback, sondern eben auch eben diese ausgespielten Angebote. Und ich glaube, dass sicherlich damit auch viel zu tun hat. Ne? Ja. Weil ich hatte es ja jetzt vorhin an zwei Beispielen jetzt auch schon inzwischen, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Einerseits mit dieser Reiserücktrittsversicherung, andererseits eben jetzt mit diesem Liverpool-Beispiel. Ich wäre da schon grundsätzlich auch für offen. Also ich glaube, das steht und fällt auch so ein bisschen mit der Offenheit der Leute gegenüber Datenverarbeitung. Und wenn sie damit okay sind, dann glaube ich, sind sie auch offen dafür, weil im Endeffekt, solange man nicht zugespammt wird, und ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig, ist es ja auch oft ein Mehrwert. Ich wundere mich teilweise auch bei Instagram, was ich für Ads ausgespielt bekomme, wo ich selber nie drauf gekommen wäre, wo ich mir dann aber auch denke, okay, also eigentlich ist das schon irgendwie ganz interessant. Können dann so Sachen sein wie, weiß ich nicht, irgendwie Künstler dann irgendwie Artworks in Posterform irgendwie rausbringen und solche Geschichten, ja. Das finde ich schon grundsätzlich ganz, ganz cool, dass es das gibt. Meine Freundin Ulla sagte, hätte sie das Angebot bekommen, nach Kauf eines oder nach Abschluss eines neuen Breitbandanschlusses den Router selber oder installieren zu lassen, ja, vielleicht sogar remote oder so und das App getrieben über die Transaktion, hätte sie es sofort gemacht. Ja, es gibt einfach auch Dienstleistungen, die total Sinn machen im Zusammenhang mit anderen Käufen. Vollkommen richtig, es muss nicht nur der Cashback sein und das hat ja auch die Marktforschung gezeigt, also dass Bankkunden einfach mehr erwarten, also auch mehr Service von ihrer Bank erwarten, als wirklich nur eine Zahlung auszulösen. Ich will nicht sagen, das kann jeder, aber wenn das sowas ist, Mensch, nur du hast jetzt hier, wie sieht's aus, brauchst du einen Installationsservice hier, du reist jetzt hier, möchtest du bequem reisen, und sicher hier, möchtest du vielleicht in den Flughafen-Lounge, kannst du gleich über uns erledigen. Wir haben gesagt, wir haben gesehen, die gehst auf Reisen, einfach so den Alltag einfacher zu machen, so ein bisschen mehr Convenience, ein bisschen mehr Unterstützung bieten, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, großes Thema Cyber. Das kann man alles gut ausspielen über einfach auch Transaktionen, die man getätigt hat hier. Ne? Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch abseits von Cashback, auch wenn wir uns als etwas, ne, wir sind ein kleines Team, muss man sich immer auf ein Thema konzentrieren, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, dass die Bank ihren Kunden einfach auch noch mehr helfen kann einfach. Geld sparen ist ein tolles Thema, aber darüber hinaus geht noch ganz, ganz viel mehr. Und da werden wir hoffentlich auch, vielleicht können wir nochmal drüber sprechen, was es da für tolle Lösungen künftig geben wird, die wir gemeinsam mit Banken lösen wollen. Also das bleibt spannend und wie gesagt, Card-Linked Offers ist jetzt hier angekommen in Europa und es gibt die Technik, die zur Regulatorik passt und wir gehen auch davon aus, dass das sich jetzt weiterentwickelt und ja. Da wird es spannende Sachen geben, nicht nur von uns, sicherlich auch von anderen. Wir freuen uns drauf, das einfach weiterzuentwickeln hier. Wenn ich nochmal dieses Wort Spam aufgreife, ist jetzt die letzte Frage. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr da, dass wenn dieses ganze Konstrukt sozusagen nicht durchdacht oder nicht irgendwie ausbalanciert ausgespielt wird, dass es dann halt spammy rüberkommt. Ja. Was tut ihr dagegen, weil euer Ziel ist es ja auch im Eigeninteresse, also die einerseits natürlich gute Angebote auszuspielen, auf der anderen Seite natürlich, dass die Bank im Idealfall einen loyaleren Kunden bekommt, weil er das cool findet, was da passiert. Aber ihr habt natürlich die Gefahr, dass eben dieser Spam-Faktor dann zum Tragen kommt irgendwann. Wie vermeidet ihr das oder ist das gar nicht so ein großes Problem, wie ich das jetzt vielleicht irgendwie antizipiere? Also das muss man auf alle Fälle ernst nehmen. Ich glaube, wir sind jetzt da auch noch nicht so lange im Markt, dass wir sagen können, wir haben Kunden verloren oder Banken haben ihre Kunden verloren aufgrund von Spam. Also wir haben es zumindest noch nicht in einer Art, wo wir es messen können. Aus unserer Sicht, wenn ich vorhin gesagt habe, es reicht, wenn 5 Angebote ausgespielt werden und die passen dann aber auch aufgrund des aktuellen Ausgabeverhaltens, dann meine ich das auch so, dass man nicht 20 Angebote macht und das Telefon klingelt bei jeder Transaktion, die man gemacht hat, in Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, um ein Angebot zu machen. Ja, also weil ich glaube, wenn man beim Cashback Geld gespart hat und bei jeder Transaktion macht es klingelingeling, du hast Geld gespart, das passt, das kann man machen, ja, intuitiv im Hintergrund, aber bei Angeboten muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Da, glaube ich, haben wir noch keine echten Erfahrungswerte, wo wir sagen können, in der und der Folge. Also, aber die Erfahrungen aus Amerika haben eigentlich gezeigt, dass es zu Kundenbindung führt, dass sich die Kunden 13% häufiger in die App einloggen, der Kartenumsatz steigt um 17%, wenn die Karte mit dem Programm verknüpft wurde. Das heißt, die Kundenbindung steigt und das führt dazu, dass der Lifecycle länger wird. Also da gibt es eigentlich keine Kennzahlen von, wir verlieren Kunden aufgrund dieser Programme. Aber wir von etwas, wir können es noch nicht wirklich messen, aber ganz wichtig, den Kunden nicht voll zu spammen und für jede Transaktion auch ein Produktangebot zu machen, weil dann werden wir irgendwann abgeschaltet, was der Kunde natürlich sowieso immer machen kann. Das heißt, diese Programme können zu- und abgeschaltet werden vom Endkunden dazu. Ist ja Opt-in, ne? Das ist genau, ist Opt-in und anders funktioniert das nicht ganz genau und er kann es genauso jederzeit abstellen, dieses Programm. Ja, ganz, ganz genau richtig so.
Gut, jetzt hast du vorhin noch ein paar KPIs rausgeballert, irgendwie was es für Benefits alles geben kann. Fand ich jetzt dann auch nochmal ganz interessant, den Einblick zu haben. Ihr seid ja Venture-Kapital finanziert. Series A, ist die am Horizont sichtbar? Was ist euer Fahrplan für 2023? Ja, eine Finanzierung ist auf alle Fälle unser Fahrplan für 2023. Wenn wir starten, wir sind ja gebootstrapped, wir haben viel eigenes Geld investiert, wir waren live mit dem ersten Bankpartner und bis dahin hatten wir noch kein Investment aufgenommen. Erst dann haben wir gesagt, okay, Proof of Concept, jetzt gehen wir in die Seed-Phase, haben dann die und eine Extended Seed-Phase erfolgreich abgeschlossen und der nächste Schritt wäre klassisch eigentlich Series A. Ich glaube, alle Hörer hier wissen, dass das Marktumfeld für Startups, für Fintechs einfach zurzeit durch Inflation, Rezessionsängste, steigende Zinsen und überhaupt das gesamte Marktumfeld extrem schwierig geworden ist. Und deswegen prüfen wir zurzeit alle Optionen für den nächsten Schritt hier. Ja, es gibt, und da gibt es für jedes Startup zurzeit die Phase, okay, machen wir selber eine Series A alleine, gehen wir zusammen mit einem Partner, machen dann den nächsten Schritt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, diese Frage zu beantworten, ehrlich gesagt. Aber im Moment würde ich auch die gleiche Runde, die wir jetzt abgeschlossen haben, vor ungefähr einem Jahr, die gleiche Runde heute nochmal machen, wären wir wahrscheinlich halb so viel wert und hätten wir doppelt so viel Anteile entsprechend abgeben müssen. Selbst wenn wir uns weiterentwickelt hätten, noch mit noch einem besseren P&L-Beitrag, glaube ich, dass wir sogar die Bewertung nicht nochmal erreichen würden. Also so ist der Markt eigentlich. Und deswegen muss man sich als Unternehmer auch fragen, mache ich das dann, warten wir das oder gibt es andere Optionen? Und wir haben die Frage für uns noch nicht ganz beantwortet. Es ist Interesse an etwas da, auf alle Fälle, aus verschiedener Richtung. Und wir müssen jetzt einfach in den nächsten Monaten uns die Frage beantworten, was für uns der beste nächste Schritt ist. Und ehrlicherweise habe ich noch keine Antwort drauf. Es gibt hier verschiedene tolle Optionen und selbst ein Partnering mit einem anderen, mit einem ähnlichen Umfeld, um dann hier in Europa eine Marktführerschaft aufzubauen, ist auch eine Option für uns. Aber das gucken wir uns gerade an. Aber wie gesagt, es gibt viele Themen, Produktentwicklung, Business Development das nehmen wir jetzt als nächstes in Angriff. Und die Frage können wir vielleicht im nächsten Gespräch beantworten, was der richtige Weg war für uns oder so. Aber ja, freue mich drauf. Also wir werden das sicherlich nochmal mit einem Update nachhaken. Und ich würde sagen, für mich geht es jetzt gleich von der Series A zur Premier League, weil ich mir tatsächlich dann gleich die zweite Halbzeit von Liverpool gegen Chelsea anschaue. Ich habe schon so ein bisschen Angst reinzuschalten, weil Liverpool die letzten Wochen ja nicht so toll performt hat. Aber Premier League ist ja auch bekannt als stärkste Fußballliga der Welt. Und wer die stärksten Payment-Anbieter zumindest mal auf dem deutschen Markt, aber auch darüber hinaus erleben möchte, der, was für ein Übergang, oder? Besucht uns am besten am 16. und 17. März auf der Payment Exchange unter dem Motto Fiesta Pexicana in Berlin im Tipi am Kanzleramt. Also direkt neben der Machtzentrale trifft sich sozusagen alles, was Rang und Namen hat im Bereich Zahlungsdienstleistungen und zwar nicht nur die Payment Service Provider aller Couleur, sondern auch die Händler. Dementsprechend, ich würde mich freuen, Sören, wenn wir uns da vielleicht auch mal irgendwie auf einen, ja, ich weiß nicht, ob es da Tequila gibt, aber einen Kaffee gibt es auf jeden Fall, vielleicht mit Schuss, wenn es da mal über den Weg laufen, weil wie wir heute gelernt haben, ihr seid ja wirklich an der Schnittstelle, das heißt, ihr könntet uns ja theoretisch auf der Payment Exchange und auf der Banking Exchange und dann am Ende des Jahres nochmals auf der Transactions besuchen. Würde mich freuen, wenn wir uns auf einer dieser Veranstaltungen mal dann auch persönlich nochmal sehen können. Auf alle Fälle. Und ich empfehle allen hinzugehen, ja, und für mich hat die Überleitung war perfekt, für mich hat es funktioniert. Also das war großartig. Wunderbar. Dann vielen Dank für den Podcast heute und ich freue mich. Und wenn ihr uns, liebe Hörer, wenn ihr euch sagt, die Folge war interessant und ihr habt da gern zugehört, dann, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Bis dann. Tschüss.